Hallo ihr Lieben, schön, dass du da bist. Was ist jetzt gerade wichtig in dieser aufregenden Zeit im November? Das ist das Thema, über welches ich jetzt heute mit dir sprechen möchte. Und wenn du daran interessiert bist, immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt zu bekommen, dann solltest du meinen Kanal gleich abonnieren und auch die Glocke aktivieren, denn über die Glocke bekommst du von YouTube sofort eine Nachricht, wenn ich ein Video hochgeladen habe und versäumst so in Zukunft nie mehr eine ganz wichtige Botschaft von der geistigen Welt. Ja, was ist also wichtig jetzt im November? Der November begann ja mit Samhain, mit der Erinnerung an unsere Ahnen, mit der großen Ahnenheilung, die da möglich war. Und hat, wenn man sich damit beschäftigt hat, nochmal dazu beigetragen oder trägt auch immer noch dazu bei, denn es ist ja noch November, ja, sich mit den Ahnen zu versöhnen, die Ahnen einzuladen und sich auszutauschen, ja, oder auch in der Familie einfach sich näher zu kommen. Wir sind gerade alle sehr zu Hause, sehr oft und sehr lange zu Hause. Ist die Möglichkeit wirklich mit sich selbst auch, ja, noch mehr in Kontakt zu kommen, zu meditieren, sich auszuruhen, mit sich selbst zu beschäftigen oder auch einfach ganz viele YouTube-Videos anzuhören, die in diese Richtung gehen, die uns einfach helfen, in die Mitte zu kommen, ausgeglichen zu sein. Wir sollten diese Zeit für unsere privaten, persönlichen Vorteile nutzen, uns regenerieren, uns heilen lassen. Denn es ist ja, ich habe es ja in den vorhergehenden Videos schon erklärt, es ist ja ein Umbruch im Gange. Und dieser Umbruch zeigt sich auch ganz deutlich durch die Energiewellen, die uns ja, zur Verfügung gestellt werden von der geistigen Welt und welche wir auch nutzen können und sollten, denn sie sind da und sie bringen ganz viel Heilung für uns. Sie bringen die Möglichkeit für uns, uns auszudehnen und unser Bewusstsein anzuheben und das noch zu lösen, was uns ja belastet, diese Blockaden oder Resonanzen, welche wir in uns tragen. Wir sind ja alles nur Menschen, ich bin auch nur ein Mensch. Und manchmal stelle ich tatsächlich auch selbst noch so eine Resonanz fest und dann, ja, dann heißt es daran arbeiten und diese Resonanz auflösen. Also eine Resonanz ist ja, sag ich mal, immer etwas, wenn du auf eine Situation mit einem negativen Gefühl reagierst. Also wenn du in einer Situation dich ärgerst oder dich verletzt fühlst, das ist eine Resonanz. Und da solltest du hinschauen, denn eine Resonanz ist einfach ein Zeichen auch deiner Seele. Guck mal, da ist noch etwas noch gar nicht gelöst. Das wäre gut, wenn du das für dich lösen würdest. Dafür sind die Resonanzen da. Es ist also einfach deine Seele, die mit dir spricht und dich darauf aufmerksam macht. Deswegen ist eine Resonanz eigentlich immer ein toller Hinweis für eine ganz große Heilung. Könnte man dafür dankbar sein, dass sowas geschieht. Und der November ist so ein Monat, der uns also auch darauf hinweist, dass sich etwas ändern wird. Es ist dieser große Umbruch, der sich wirklich ankündigt und der uns ermöglicht zu schauen, wo stehe ich persönlich, wo bin ich auf dieser großen Entwicklungslinie, wo bin ich da gerade und was ist für mich wichtig, dass ich weiterkomme, dass ich mich mit den Dimensionen der Liebe verbinden kann und aus dem Kollektiv austrete, aus dieser negativen Schwingung einfach rausgehe und für mich hier in meiner Mitte die Liebe und den Frieden und die Anbindung zu Gottes Liebe finde, zur Schöpferkraft finde und mich dort
ja, zu Hause fühle und dadurch kann geschehen im Außen, was möchte, was will. Du bleibst einfach in deiner Mitte. Du bist geschützt dadurch. Man sagt ja auch, wenn ich jetzt mal kurz in das kommende Jahr blicke, 2021 ist das neue 2012. Es sind nur die Zahlen vertauscht, 2 und 1 und 1 und 2. Wir hatten ja auch schon 2012 darauf gewartet oder gedacht, erhofft, dass da schon der Aufstieg kommt, die neue Ordnung kommt, was aber nicht geschehen ist, weil wirklich die Menschen noch nicht so bereit waren und auch im Außen alles so weiterlief wie bisher. Jetzt allerdings ist es so, dass tatsächlich dieses Jahr ganz viel passiert ist, dass sich praktisch alles ändert, dass man wirklich gar nicht mehr, ja, wenn man da nur noch auf das Äußere hört, schon total verrückt werden könnte dadurch. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben. Also dieses Verrücktwerden meine ich einfach aus der Mitte kommt und in die Angst reingeht. Und ihr wisst ja, sobald ein Mensch in die Angst geht, kommt er vom richtigen Weg ab und ist angreifbar für die Gegenseite. Deswegen bleibt bei euch in der Mitte. Und dieses, was jetzt alles so im Außen geschieht, diese große Unruhe, diese Existenzängste, die heraufkommen bei vielen Menschen, die ja einfach so nicht weiterkommen, wie es gerade ist. Die müssen sich was anderes überlegen, die müssen einfach gucken, was ist jetzt das Richtige für mich, den Beruf zu wechseln oder eben in die Heilung zu gehen, in die Spiritualität zu gehen. Das sind also wirklich Erwachensprozesse bei vielen Menschen zu beobachten. Und das ist gut so. Auch wenn es schlimm ist im ersten Moment, was alles geschieht, hat es einen guten Aspekt. Und diesen guten Aspekt, das ist die Hinwendung zur Liebe, die Hinwendung einfach, ja, zu Gott wieder. Das ist das, was die ganze Zeit oder über viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte vergessen wurde. Und jetzt im Moment ist die Zeitqualität wirklich so, dass viele Menschen diesen Weg wiederfinden. Und dass dadurch, je mehr Menschen diesen Weg, diesen lichtvollen Weg für sich finden, den Weg in die Spiritualität finden, dass dadurch tatsächlich die Änderung kommen kann. Und die kann nur kommen, wenn viele Menschen das für sich erkennen. Diese Änderung zum Guten kommt dann, wenn die Menschen das Lichtvolle und den Glauben entdecken und sich dem hingeben. Die Änderung zum Bösen kommt dann, wenn viele Menschen in der Angst sind. Das darf man nicht vergessen. Diese Angstenergie im Kollektiv, die ja geschürt wird, das sind Energien der Gegenseite, um die Macht zu bekommen, die große Macht zu bekommen. Und wir, die lichten Wesen, die Lichtarbeiter, die Krieger des Lichtes, wir sind die Menschen, welche die Liebe annehmen, ausbreiten und ausdehnen, welche den Übergang in die höheren Dimensionen der Liebe ermöglichen. Und jeder, der dieses Video anschaut, gehört dazu. Denn ich denke, diese Worte, die tragen ja auch eine bestimmte Energie, wenn ich die so ausspreche. Und diese Energie fließt zu dir in dem Moment und wird dich in deinem Herzen berühren. Und so sind wir Lichtarbeiter da, um das Licht zu stärken, um wirklich tatsächlich den Übergang in die höheren Dimensionen der Liebe zu ermöglichen. Und der November, der trägt dazu bei mit seiner kompletten Energie. Im Dezember wird es dann Schritt für Schritt sich verwirklichen. Also ab Dezember beginnt es praktisch, immer mehr in die Verwirklichung zu gehen. Diese Verwirklichung dauert jetzt länger als einen Monat, die dauert auch länger als ein paar Monate. Da ist, Zeitangaben sind schwierig, aber ich sehe da noch das ganze kommende Jahr und sogar noch mehrere Jahre, in welchem wir in dieser Übergangsphase sind.
Nur ist jetzt gerade der November sehr, sehr wichtig, weil er gibt so einen Schub und auch diese innere Einkehr, das Befassen mit sich selbst im Inneren, ist eine ganz wichtige Energie. Und wer das verstanden hat von euch, der wird sofort in die nächsthöhere Energie hineinkommen. Und je mehr Menschen eben sich dann in der nächsthöheren Energiestufe befinden, umso schneller wird es dann gehen, dass die komplette Erde auch da hinein rutschen wird durch unsere Hilfe. Und um ja dem Ganzen noch so ein bisschen eine Energie zu geben von der geistigen Welt, werde ich jetzt auch diese Energien für euch noch channeln. Und freue mich schon sehr darauf. Jetzt gucke ich gerade. Ja, ich werde mich mit der Ursprungsenergie einsprühen, mit dem Ursprungslicht, welches mich direkt verbindet. Oh, ich brauche noch mal was. Das ist so schön. Welches mich direkt verbindet mit der geistigen Welt zu meiner Herkunft. Und das ist, es gibt nichts Schöneres für mich jedenfalls, die Verbindung zu meiner Herkunft zu spüren. Und ich sehe mich dann auch gleich als großes Lichtwesen in der Engelgestalt. Vielleicht geht es euch ja genauso. Ja, dann machen wir jetzt das Channeling. Und ich spüre schon, wie die Energie einströmt. Ich rufe die Energie des Schutzes für uns alle. Die Energie des Schutzes von Gottes Liebe breitet sich um uns herum aus, legt sich wie ein schöner Mantel um uns und wir fühlen die Geborgenheit und die Zusammengehörigkeit. Ich öffne nun meinen Kanal. Und ich danke, dass ich heute für euch channeln darf. Und ich bitte darum, dass nur die allerhöchsten, liebevollsten, positivsten Energien zu euch kommen und uns begleiten. Und so rufe ich die lichten Wesen der Liebe und ich rufe Erzengel Metatron. Ich rufe die Energie von Metatron und ich bitte Metatron, diese Botschaft mit seiner Energie zu nähren. Mein allerliebstes Menschenkind, die Wellen der Zeit tragen das Licht der Liebe zu dir. Die Wellen der Zeit tragen das Licht der Hoffnung zu dir. Und es ist dein Glaube und deine Liebe, welche dich führen. Es sind diese Energien, die du selbst in dir trägst, welche deinen Weg dem Lichte widmen. Und so spüre jetzt in dir, in deinem Herzen, diese kraftvolle Energie, denn sie wird durch Metatron verstärkt, damit du sie ganz genau fühlen kannst. Du bist ein Wesen Gottes,
und du bist hier auf der Erde, um für das Große und Ganze zu wirken und um den Aufstieg in die Dimensionen der Liebe zu ermöglichen. Deswegen bist du hier. Erkenne deine Kraft, erkenne deine Macht, denn es ist deine Entscheidung. Es ist immer deine Entscheidung, wie die Zukunft wird, die Zukunft für alle Menschen, denn jeder Mensch wirkt an dieser Zukunft mit. Und so dehne jetzt dieses Licht aus, welches in dir leuchtet. Lasse dein Licht leuchten, damit es ein Erhellen bringt, damit sich noch mehr Menschen von diesem Licht erhellen lassen. Es ist das Licht der Liebe, der göttlichen Liebe, welches du in dir trägst. Es bringt dich in deine Kraft und es schützt dich mit dem Wissen, dass du ein Teil vom Großen und Ganzen bist und eng mit dem Schöpfer verbunden bist. Gehst du durch diese Welt und alle niederen Energien werden dich nicht mehr erreichen. Dies sollte dir bewusst sein. Und um dies zu fühlen, bitte ich dich, deine Hände auf dein Herz zu legen. Denn ich werde nun in deinem Herzen zu dir sprechen. So höre oder fühle, was jetzt für dich wichtig ist. Alles, was du fühlst, was du wahrgenommen hast, kommt aus der Wirklichkeit. Und alles, was ich für dich gefühlt habe, das ist, dass sich dein Lichtkörper noch mehr ausgedehnt hat. Denn du hast eine Energieerhöhung bekommen. Metatron hat deinen Lichtkörper ausgedehnt und dein Bewusstsein erhöht. Er hat die Linien, die Verbindungslinien in deinem Lichtkörper gereinigt und dich ausgerichtet auf die Liebe und auf das Licht. Ich bedanke mich bei Metatron und ich bedanke mich bei euch allen für dieses wunderschöne Channeling, für die wundervolle neue Ausrichtung und Stärkung. Ich bin noch nicht richtig da, ich bin noch verbunden
Die Energie ist greifbar. Ich habe auch den Hintergrund gewählt, damit man sich so ein bisschen fühlt wie im Universum. Damit so dieses Gefühl leichter zu bekommen ist, wie es ist, wenn man im Universum unterwegs ist. Die Seele ist ja oft im Universum unterwegs und wir waren jetzt auch gerade mit unserem Geist, mit unserer Seele ganz nah bei Gott wieder. Und die liebenden Energien von Metatron haben sehr viel bewirkt. Sie haben ein Tor geöffnet, das Bewusstsein noch mehr auszurichten, noch mehr auf das Göttliche auszurichten. Ach, wie schön. Ich danke euch sehr. Und ich habe euch so lieb, so, so lieb. Und ich freue mich, dass ich euer Medium sein darf. Wir sehen uns bald wieder zum nächsten Video. Ein Küsschen. Bis dann.